Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich und zwar geht es um die Glossybox Men. Denn auch die Männer bekommen mal eine Beautybox, was ich sehr gut finde. Ich habe ja schon ein paar geöffnet, die ist jetzt die nächste. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in dieser Box verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Glossybox Men erscheint immer mal wieder. Ich weiß gar nicht, in welchen Abständen. Ich glaube, 3 bis 4 Mal im Jahr erscheinen die. Und ich glaube, 3 Mal, ja. Und die kostet 15 Euro. Die habe ich komplett mit Glossy Points bezahlt, wodurch ich nicht nur eine geholt habe, sondern 2. Und die zweite wird tatsächlich in diesem Video verlost. Was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Ja, ich bin ganz gespannt und dann schauen wir mal rein. Habe ich überhaupt von Glossybox schon mal eine Männerbox gesehen? Ich glaube eigentlich nur so die Blackbox Men, die ja von der Pinkbox quasi ist. Und ja, dann machen wir den Karton hier erstmal auf. Das ist der schwarze Karton, den wir auch schon bei der Glossybox Young gesehen haben. Schick, oder? Für einen Mann dürfte das deutlich ansprechend sein. Ein 5 € Rabattgutschein für Rituals. Ach, guck mal. Ja, hier ist der Gutschein von Rituals und da ist ein QR-Code hinten drauf und den muss man einscannen oder man scannt diesen Barcode, der hinten drauf ist. Guck, das ist schön. Kann ich mal demnächst was bei Rituals kaufen. So, ich habe jetzt schon den Deckel abgenommen. Mensch, Leute, ich bin ganz in Gedanken, ne? Ich mache ihn mal kurz nochmal wieder drauf. Was ist hier heute los? Es ist warm. Ja, das ist auf jeden Fall los, ne? Das muss ich sagen. So sieht die Blackbox Men aus. Also es ist beige, dunkelbeige. Sehr elegant, finde ich. Und ja, hat hier auch nur das Glossybox-Logo drauf. Hier steht, glaube ich, sonst nirgendwo Glossybox drauf. Nö, sehr, sehr edel die Box. Das muss man wirklich sagen. Und auch von innen echt schick, ne? Boah. Hier haben wir einen Flyer, wo drauf steht, was drin ist. Hier seht ihr den Flyer und hinten stehen die Produkte drauf. Und das ist die Hot Summer Edition. Dieser Sommer wird legendär, denn du bist nicht zu bremsen, steckst voller neuer Ideen und Tatendrang. Du genießt dein Leben in vollen Zügen und deine Selbstsicherheit ist kaum zu toppen. Fehlen nur noch die richtigen Produkte, die deiner Pflegeroutine einen neuen Schwung und deinem Look den letzten Schliff verpassen. Wie gut, dass wir eine perfekte Auswahl unentbehrlicher Alltagsbegleiter in deine aktuelle Glossybox Men gepackt haben. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossybox Men Team. Sehr cool. Ja. Und für Männer, genauso wie für Glossybox Young, gibt es halt nur diesen Flyer und nicht so ein Heftchen. Weiß ich auch nicht warum. Frag mich nicht. Ja, so. Genau. Es ist echt schick. Also das ist schon schön gemacht, ne? Sehr ansprechend für Männer, würde ich mal so sagen. Da hast du ein Seidenpapier, eine schwarze Schleife, einen schwarzen Glossybox-Aufkleber. Kein verdächtiger Geruch kommt hier raus und sowas kannst du so super verschenken, ne? An deinen Papa, an deinen Bruder, an deinen Onkel, deinen Opa, deinen Freund, deinen Mann, dein Schlag mich tot. Richtig cool. Arbeitskollegen, richtig cool. So, öffnen wir die Schleife und lüften wir das Geheimnis. Das ist der Blick in die Box. Als erstes haben wir eine Zahnbürste drin von Humble Brush. Gut, die war auch in der Glossybox Young Edition mit drin. Mal gucken, ob die mein Freund nehmen wird. Der ist genau wie ich ein Fan von elektrischen Zahnbürsten. Und das hier ist jetzt ja quasi die Männerzahnbürste, wie auch immer. Die ist halt schwarz und ist mit Bambus. Bambus ist der am schnellsten nachwachsende Rohstoff, dementsprechend total super. Die Umverpackung ist aus recyceltem Material und ne, das ist alles sehr, 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 sehr umweltbewusst, sage ich mal. Wenn man solche Zahnbürsten verwendet, weil wenn man halt die normalen Plastikzahnbürsten verwendet, die es so normalerweise im Laden zu kaufen gibt, dann macht man halt Müll und das machen wir alle. Ich gucke einfach gerade in diese Ecke, weil sich da immer meine aufgebrauchten Produkte stapeln und da denke ich mir auch jedes Mal, Alto Belli Claudi, du brauchst so viel Kram auf. Auf jeden Fall ist die mit in der Box. Das ist umweltfreundlich und das ist sehr, sehr nett. Die soll auch super sein. Also, ne, da ich selber keine Handzahnbürsten verwende, kann ich das so nicht beurteilen. Aber eine Freundin, die die wirklich gerne verwendet, sagte, die ist toll. Also von daher, jo.
Und die ist vegan und die ist toll und umweltfreundlich und sozial verantwortlich. Und die ist designt in Schweden. Das nächste Produkt ist ein Handgel von Mercy Handy. Only for Glossy Box Love and Hand Cleansing Gel. Ja, das hatte ich ja schon in so vielen Boxen drin. Das steht bei mir auch auf der Arbeit und ist in der Handtasche und so. Positiv an diesem Produkt ist auf jeden Fall, dass es jetzt nicht so extrem nach Desinfektionsmittel riecht. Das hat immer so einen etwas, ja, sanfteren Unterton, sage ich mal. Also sehr zurückhaltend, sehr dezent. Das finde ich nett. Aber ich bin selten in der Situation, dass ich mir die Hände nicht waschen kann. Aber gut, nettes Produkt, nice to have, aber ist jetzt auch nicht unbedingt ein Produkt, was für mich in eine Glossy Box Men mit reingehört. Weiß ich nicht, oder? Weiß ich nicht. Zu knötterig. Dann haben wir hier ein Produkt von Now Bay Multi-Effect Face Wash Gel Limpiador All-in-One for Men. Ja, okay. Das ist ein Gesichtsreinigungsgel wohl für Männer. Männerhaut ist ja definitiv anders als Frauenhaut, ne? Die haben dickere Haut, lederigere Haut. Ich glaube, die haben sogar eine dickere Lederhaut. Keine Ahnung. Die haben auf jeden Fall eine festere Haut als wir Frauen. Deswegen kommen Mücken auch immer zu uns und nicht zu den Männern. Das liegt nicht nur am Geruch. Eigentlich wollen die zu den Männern. Weil die aber nicht die Hautschichten durchkommen, gehen die dann zu uns. Und wenn du neben deinem Freund schläfst, dann bist du zerstochen, weil dein Freund zu gut riecht. Nur mal so. Auf jeden Fall, haben wir hier dieses Produkt mit in der Box und ich habe keine Ahnung, was es genau machen soll. Ich gucke mal eben auf den Spickzettel. Du stehst auf praktisch und effektiv. Dieser Multitasker ist genau richtig für dich. Er reinigt, durchfeuchtet, nährt, hilft, feine Linien vorzubeugen und stärkt die Hautbarriere. Gleichzeitig entschlackt und stimuliert seine einzigartige Gelcreme-Zusammensetzung mit Hyaluronsäure die Hautoberfläche für ein belebtes und strafferes Hautbild. Fände ich persönlich ja nicht schlecht, wenn mein Freund das verwenden würde, ne? Stelle ich ihm vielleicht oder ich frage ihn, ob er das unter die Dusche stellen möchte und dann kann er es unter der Dusche verwenden. Hat so einen orangigen Touch vom Geruch her. Orange und irgendwie was Holziges auch mit dabei. Also es riecht auf jeden Fall echt gut. Bin ich mal gespannt, was er dazu sagt. Ja, im Prinzip kannst du dir das auftragen? Hier steht nicht drauf, wie man das verwenden soll. Das steht wahrscheinlich hier hinten drauf, aber das ist so winzig klein geschrieben und auf einer durchsichtigen Oberfläche. Ah. Hier steht was. Okay. Dieses natürliche, sulfatfreie Gesichtsgel reinigt und schützt die Haut. Es wurde mit Minz- und Ginkgo-Extrakten formuliert, die die Haut reinigen und stimulieren. Und ihr ein belebtes und straffes Gefühl verleihen. Anwendung. Eine kleine Gelmenge geben und auf Gesicht und Hals einmassieren, um Unreinheiten zu entfernen. Gründlich mit viel Wasser abspülen und abtrocknen. Also steht hier wirklich ganz fisselig klein drauf, Leute. Ne? Man sieht es kaum. In der Kamera sieht man es echt fast gar nicht. Boah, also es hat meine Augen gerade sehr angestrengt. Auf jeden Fall, ja, ne, ist es wahrscheinlich einfach, du kannst es auch unter der Dusche anwenden. Das ist wahrscheinlich das Praktische, was ich meinem Freund verkaufen kann. Du bist unter der Dusche, hast eh schon ein feuchtes Gesicht, nimmst dir ein bisschen was auf die Finger, machst dir es ins Gesicht, super, läuft. Dann habe ich hier noch was von Rituals mit drin und zwar The Ritual of Samurai. Richtig gut, ein Duschschaum. Das finde ich ja toll. Oh, den kriegt der. Oh, der riecht richtig geil. Der riecht so geil männlich. Oh, ich will ihn ausprobieren. Habe ich ihn halt schon geöffnet. Na und? Ist mir egal. Moment, das ist ein Gel. Steht hier nicht. Shower Foam. Ach, guck mal, der wird zum Schaum. Es kommt als Gel raus und entwickelt sich zu einem Schaum. Das ist auch interessant. Und der riecht irre gut. Wow. Oh. Den muss er bitte verwenden. Nom. Der riecht hammergut. Ich mag ja allgemein für Frauen auch die Sachen von Rituals, ne? Und jetzt für ihn, das ist natürlich echt geil. Oh, groomed to perfection. Nom, nom. Organic Bamboo and Sandalwood. Ja, das Sandelholz, das riechst du da richtig raus, ne? So schön. Ach, guck mal, hier steht's auch. Schäumende Duschgel-Sensation. Mhm. Okay. Ancient samurai only entered the battlefield when groomed to perfection. Their appearance gave them confidence and strength to face every challenge.
Wow. Okay, ja. Dann kommt er aus der Dusche und ist erstmal ein Samurai. Läuft. Ja, geiles Zeug. Und das letzte Produkt, was sich in dieser Box befindet, ist von Desingual oder Desingual, Desingual, Desingual. Dark Fresh Man, Eau de Toilette. Ein Parfüm, Leute. Das finde ich cool. Das ist eine schöne Größe. Wie viel ist da drin? 15 Milliliter, ja. Das ist eine schöne Testgröße und ich mache das mal auf. So sieht der Flakon aus. Und das ist so ein blau, ne? Dunkelblau schimmernd. So ein bisschen von der Farbe her wie Davidoff Cool Water. Das riechen wir doch mal. Jetzt habe ich hier den Duft. Der muss ein bisschen versprühen. Dann mache ich es auf die andere Seite. Mache ich mich ein bisschen männlich? Kommt fein da raus. Oha, der riecht aber ganz interessant. Oh, wonach riechst du denn? Der riecht sehr, sehr herb, aber sehr interessant. Der riecht so ein bisschen nach Zitrone, Orange, also sehr, sehr frisch vom Duft her, was jetzt für den Sommer extrem schön ist. Und hat dann aber auch noch diese herbe Unternote. Das gefällt mir richtig gut. Ich lese mal eben kurz nach, wonach es riechen soll. Ich bin, was so Düfte angeht, immer ein bisschen daneben manchmal. Sei unverwechselbar, genau wie dieses Parfum. Sein moderner Duft, ein perfekter Mix aus Noten von Zitrusfrüchten, grünen Blättern, Neroli, stimmt, Neroli, das hast du gerochen, ne? Und Orange, wirkt erfrischend und energiegeladen. Nicht zuletzt dank seiner aquatischen Noten. Abgerundet wird der Mix durch den warmfruchtigen Akzent. Ja, das definitiv, das ist mega. Also riecht richtig, richtig gut. Das muss ich wirklich sagen, das riecht toll. Ich kenne Desingual, Desingual, Desingual nur als so Modemarke. Aber dass die auch ein Parfüm machen, finde ich ja interessant. Cool. Fresh Oriental Woody. Das steht hier drauf. Ja, auf jeden Fall. Also auch ein bisschen holzig. Orientalisch, ja, auch das kommt raus, ne? Ist ja dieses Neroli, glaube ich, dann auch. Das muss der bitte tragen. Das finde ich toll. Leute, das war die Box. Und die fand ich echt gut. Und ich blende hier mal den Gesamtwert ein. Ich denke, dass der Produktwert relativ hoch ist. Also, keine Ahnung, jetzt so aus dem Bauch heraus 45 Euro, 40 Euro so den Dreh, sind das bestimmt hier drin. Doch, und ich habe 15 Euro dafür bezahlt, ne? Schau auf jeden Fall unten in der Infobox vorbei bezüglich Verlosungen und so. Und da stehen auch manchmal ganz interessante Sachen drin. Ja, ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!